Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 793 und wir stehen vor der ersten Mod. Ja, wir sind heute einmal mit Case am Start und zweimal mit Krone. Und wir fangen an mit diesem guten Stück hier, was ihr seht, was schon mal sehr gut aussieht. Da sieht man schon die ganzen Anzeichen, Abzeichen, Anschlussschilder, Angaben, alles, was man so finden will, findet man dementsprechend hier. Passenderweise auch eine Welle, aber die ist irgendwie hier nicht gerade dran. Warum, weiß ich nicht. Das weiß ich gerade echt nicht, muss ich zugestehen. Aber angeschlossen ist er eigentlich. Ja, es ist ein Krone und zwar der TX560D. Man hat überall die ganzen Warnschilderchen dran. Diesen Reflektorenstreifen, ihr seht, den kann man auch abschalten, wenn man den nicht haben möchte. Oder es gibt ihn auch in Gelb. Also es gibt dann die Farbwahlmöglichkeiten. Und auch die Abdeckung, die ihr da oben seht, die dementsprechend ist auch optional sozusagen. Ich habe sie mit reingenommen. Wenn man das Ganze von oben ansieht, sieht man das gute Stück hier. Ne, ich mache die Hilfe mal an. Da seht ihr das Ganze. Hier ist was zum Aufklappen. Da muss erst der Motor dementsprechend. Ich weiß gar nicht, was ich hier auf- oder abklappe. Ja, die dritte Achse. Da ist sie. Ne? Da wird es dementsprechend hoch und runter gemacht, weil die könnt ihr oben lassen, wenn kein Gewicht da ist. Mit N drücken wir die Öffnung, hätte ich fast gesagt, die Abdeckung. Ne? Und die ist nämlich so ausgelegt, dass es ein schönes großes Krone-Logo gibt an der Seite, wenn wir offen fahren. Ne? Das heißt also, wenn man hier in Himmelssicht per Flugzeug sehen würde oder woher auch immer, wenn man höher ist sozusagen, dann sieht man sie nicht richtig, weil dann sieht es nämlich so aus. Ich zeige es nochmal. Mach das Ganze nochmal zu. Vorher die N-Taste gedrückt. Da seht ihr, so kann man es halt nicht lesen. Ne? Aber wie gesagt, schön gemacht. Sonst sieht sehr gut aus. Abkippmechanismus, auch eine simple Geschichte. Wird hier alles hinten schön rausgefördert. Ne? Da sieht man es. Ne, hier die Flachkettenvariante, also nicht zu sehen. Ne? Bei anderen ist es ja dementsprechend, dass man teilweise hier auch die Kette dreidimensional sieht. Also, wir machen das Ganze wieder zu. So sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, optisch gelungen, kann man nicht anders sagen. Traktor ist wieder aus und wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal im Shop an. Da finden wir den unter Anhänger. Braucht nur eine ganze hinten durchgehen. Da seht ihr es. 72.000 kostet das gute Stück. Ne, ihr seht, 520 ist das die Variante, die halt mit dabei ist. Ne, das ist halt 52 Kubik und die Variante hier ist 56.000 Liter und kostet nur 72. Also die ist im Prinzip ein Schnäppchen vom Modder, wenn man so möchte. Ne, wir können die Reflektorenstreifen in Weiß, in Rot und in Gelb, hier und Orange, ne, alles setzen oder weglassen. Also sehr schön gemacht und auch die Abdeckung ist hier auch einmal neutral, das heißt ohne Beschriftung oder halt mit der Beschriftung, wie ich es gerade gesehen habe und der Klappmechanismus. Hier steht nichts und ich sehe hier auch, dass da zwar was passiert, aber ich habe keinen Unterschied festgestellt. Vielleicht seht ihr ja was, denn dementsprechend könnt ihr euch ja dementsprechend mal anschauen. Ich habe so auf Anhieb auch nicht wirklich richtig darauf geachtet. Ich dachte, das wäre einfach eine falsche Einblendung hier noch mit dabei. Aber ja, das ist Mod Nummer 1. So einfach ist das Ganze. Macht schon ordentlich was her. Wir kümmern uns mal um Mod Nummer 2. Die steht hier auch irgendwo auf dem grünen Streifen. Da sind wir nämlich wieder bei Krone, wie schon angedeutet. Und da seht ihr auch unseren Massey Ferguson schon stehen. Und um das gute Stück geht's. Richtig, das ist nämlich der Krone Easy Cut. So dementsprechend heißt die Mod. Da sehen wir das Ganze schön, die Plane, wie sie ein bisschen hängt hier. Sieht von den Texturen her alles hervorragend aus. Wir hüpfen einfach auch mal rein, gehen mal ein bisschen dicht dabei. So, und klappen das gute Stück mal auseinander. Da sieht man hier sehr schön gemacht. Hydraulik fährt schön raus. So wie es sein soll. Hinten das Ende klappt runter. Dann können wir das Ganze anmachen. So, da seht ihr auch schön die Rotation hier unten drunter. Dann können wir mit V das Ganze absenken natürlich. Und dann fahre ich los und dann seht ihr, ne, es arbeitet. Der Punkt an der Geschichte ist, ich dachte, es wäre eigentlich ein Paketenset, aber es ist tatsächlich nur das hintere Objekt bei den Schneidwerken aufgetaucht. Mehr ist da leider nicht zu sehen sozusagen. Ne? Ich werde einfach mal hier bis zu den Ballen durchfahren. So, da seht ihr. Da wo ein bisschen weniger ist, da der Meter auch weniger, wo ein bisschen mehr ist, der Meter auch wieder ein bisschen mehr. Also das funktioniert alles schon soweit einwandfrei. Ich lasse das jetzt mal im runtergefahrenen Zustand hier.
Da seht ihr aber sonst hier sämtliche kleinen Schallen, Schnallen, hätte ich was gesagt, sämtliche kleinen Verriegelungssachen, alles ist da. Sieht alles hervorragend aus, ne? Also das passt schon sonst. Hier auch die ganzen Hinweisschilderchen. Dementsprechend alles am Start, ne? Wir können auch hier mal eine Runde beim Shop vorbeischauen. Müssen wir einfach nur auf Mähtechnik jetzt hier gehen, die ich dann irgendwann wiederfinde. Da. Mähtechnik. Und da seht ihr, ist es hier tatsächlich nur das gute Stück drin. Ne? In Vordergeschichten sind aber auch einige da. Das heißt, das kann man auch woanders mit kombinieren, dann je nachdem, was man möchte. 28.590 PS braucht er. 8,10 Meter Arbeitsbreite. Ne? Und ist auch nichts weiter dran zu ändern. Heißt einfach Krone Easy Cut. Müsst ihr dann halt gucken. Hier seht ihr, es ist klein geschrieben. Wesentlicher Punkt bei der Kleinschreibung ist, dass ihr die Mods dann, glaube ich, ganz unten in eurer Modliste findet und nicht unter K wie Krone. Wichtiger Punkt, wenn man das Ganze sucht oder aktivieren möchte. Ne? Aber wie gesagt, funktioniert tut das gute Stück sonst so einwandfrei. Wie gesagt, sieht auch sonst gut aus. Man sieht hier die ganzen schönen Anschlussgeschichten. Das passt sonst schon. Ne? Also, aber wie gesagt, nur die hintere Variante. Warum auch immer, meistens kriegt man ja Sets angeboten. So, das war die Mod. So einfach ist es. Und dann marschieren wir hier rüber. Und dann kommen wir zu dem Klassiker. Das ist, glaube ich, der Traktor, der beim LS17 standardmäßig dabei war. Das hört sich dann schon gefährlich an, ne? Ja, wir sind beim Case, nämlich beim 1455. Das ist ein Klassiker gehört und hier einer sehr schön aufgemachten Variante. Da sieht man hier selber schon, jetzt mit Michelin-Bereifung, wie man hier sieht, steht auch schön Typenbezeichnungen, alles drauf. Also Größenangabe ist aus mehr, Typenbezeichnung ist falsch gesagt. Ne? Und dann hier 1455 XL-Variante mit Zusatzscheinwerfern dran, mit einer anderen Auspuffgeschichte, vorne mit den Anschlussgeschichten schön. Also eine sehr hübsche Variante auch, ne? Also auch optisch sehr schön gemacht. Gucken wir uns diesmal mal zuerst im Shop an. Finden wir, glaube ich, unter Mittelgroß in dem Fall. Der ist auch ein bisschen gepimpt in der Grundgeschichte hier. Ihr seht, jetzt 290 PS ist. Ja, oder 350. Ne? Also das ist jetzt die Variante. Hätte man sich vielleicht eine Originalmotorgröße auch wünschen können. Und ich glaube, die lag unter 290 PS. Muss man mal so sagen. Und wäre schön gewesen, wenn die Motoroption auch dabei gewesen wäre. Ne? Ich habe ihn sonst aufgrund der optischen Geschichte dazu genommen. Ihr seht selber hier die ganzen Michelin-Dickbereifungen, die normale Standardbereifung. Ne? Dann haben wir hier vorne halt Gewichte anzubieten, ne? Zusatzgewichte und auch hier dementsprechend dann die Frontanschlussgeschichten. Designtechnisch, das ist für den Frontfender. Ne? Das ist die Erweiterung für den hinteren Fender. Ne? Da kann man, so sieht man es besser, hier die technischen Part aufs Dach klemmen. Ne, das sind die Zusatz-LED-Beleuchtungsgeschichten, die ihr hier gerade seht. Ne, wir können hier noch extra Flash-Geschichten unterbringen. Man hat hier Quicke, Hauer oder Stoll. Also man kann selbst auf den Klassiker zurückgreifen, aber auch die beiden neuen Sachen nutzen. Also die jetzt original im Spiel dabei sind, nutzen. Finde ich sehr schön gemacht. Man hat die normale Standardfarbauswahl. Also man könnte ihn auch in Dunkelrot kriegen und die Felgen auch in Dunkelrot, wenn man da Lust zu hätte. Das ist machbar und das Nummernschild ist auch machbar. Ja, 58 km/h ist halt ein bisschen fixer. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass es hier die berühmten 40 km/h gegeben hätte und die Standard-PS-Zahl. Ich weiß momentan auf Anhieb gar nicht mal, wo die direkt lag. Ne? Das wäre nur super gewesen, wenn das noch als Zusatzoption mal dazukommen würde. Sollte eigentlich kein so ein, ich glaube nicht, dass das ein riesiges Problem ist. Aber wäre schön, wenn der Modder da noch einmal nachlegt, weil sonst sieht das gute Stück schon sehr gut aus. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Ich mache hier so die üblichen Sachen mal, ne? Das ist das Licht. Den Test machen wir jetzt vor allen Dingen hinten, Arbeitslicht, Zusatzscheinwerfer, da seht ihr es, auch schön zur Seite hin. Ne? Und das Ganze natürlich auch vorne, wenn man hier den Lichtbereich anguckt, das ist schon eine fast Rundumbeleuchtung. Ne? Also sehr schön gemacht das Ganze. Dann ist das Ganze wieder aus, wir haben hier schön die Rundumbeleuchten. Ich habe hier vorne die Blitzer noch mit drin, ne? Die konnte man ja auch extra einstellen. Das heißt, die sind auch keine Pflicht, sondern die sind auch abzunehmen. Wenn wir jetzt hier gucken, dann seht ihr selber, wir haben hier noch eine Maussteuerung. Ich mache den Traktor hier mal an. Dann kann ich hier ne, die Tür aufmachen mit einer Links-Rechts-Bewegung. Mit einer Vor-Zurück-Bewegung passiert, glaube ich, gar nichts. Ich sehe wenigstens nichts. Ich gucke mal, ob hinten, ne, passiert sonst nichts. Und mit der Maus-Rad-Geschichte habe ich gerade momentan, glaube ich, etwas Probleme. Da passiert garantiert auch was, aber Kranwerkzeug, drei Achsen heben. Gleich hier hinten der Höhe. Ne, auch nicht. Aber wie gesagt, kann auch daran liegen, dass, ne, ich weiß nicht gerade nicht aktuell, was es genau macht.
Das sehe ich so leider nicht. Ich sehe auch keine Fenster öffnen oder sowas. Doch, es ist die Dachluke. Es ist da was. Und man muss sie ein bisschen Wärme wegen, sieht ja nur ein kleines Stück auf. Da sieht man das Ganze. Ja, ich dachte schon, ich hätte irgendwas an den Augen, aber nein, habe ich nicht. Ja, innen drin, wenn man hier Licht anmacht, sieht man eine leichte Hintergrundbeleuchtung. Die Kontrollbeleuchtung fürs Licht unten geht dementsprechend dann auch an. Ne, das ist mit der GPS-Geschichte, die wir aufs Dach geklemmt haben. Ne, hier oben die Anschlüsse, da passiert so optisch nichts. Man sieht, das Dach ist dementsprechend auf. Was das da für ein Knösel in der Ecke ist, das ist eine andere Geschichte. Heckscheibe auf wäre noch schön gewesen. Ja, also haben wir noch was. Also Heckscheibe auf und original Motorgröße und Geschwindigkeit zusätzlich. Ich habe nichts dagegen, dass es ein bisschen die gepimpte Version hier auch drin ist. Das ist gar nicht das Ding. Ich mag aber halt auch, wenn man denn die Originaloption hat. Das hatten wir, glaube ich, vor ein paar Tagen bei einer Mod auch schon mal. So, ich habe das Ganze erstmal wieder ausgemacht. Wir gucken uns den jetzt von außen an. Ich mache jetzt mal das Licht wieder aus. Und dann würde ich sagen, fahren wir da auch mal eine Runde mit. Die 58 wirkt jetzt nicht unmöglich. Ne? Ich meine, wir haben Traktoren, die auch 60 fahren, teilweise bis zu 70 fahren. Ne? Aber wie gesagt, die Originalvariante wäre schon nett gewesen. Der Beschleunigungsgrad ist exorbitant. 18 rückwärts ist okay. Ne? Aber hier die Beschleunigung, wenn er dann erstmal über ein gewisses Grad überhin ist ans Ende, da drückt er dann richtig durch. Aber sonst, wie gesagt, sehr schönes Gerät. Auch das Bremsen sieht witzig aus. Realismus ist eine andere Geschichte, ne? Aber wie gesagt, sonst schon schöne Sache, kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, wäre schön, wenn wir da noch die Originalmotorisierung mit dazu kriegen können. Ja, damit sind wir am Ende für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passend einen Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und dann denkt an das passende Glöckchen. Macht es an. Passendes Glöckchen hört sich doof an. Es ist nur ein Glöckchen, aber dann kommt da eine passende Einstellung. Die müsst ihr dann euch selbst entscheiden, was ihr da Schönes machen wollt, was für Möglichkeiten ihr da euch, ne, gönnen wollt sozusagen. Ja, ich bedanke mich aber nochmal fürs Zuschauen und für die Unterstützung und sage dann einfach mal bis morgen.